Ja, dass wir das auch mal in anderen Regionen von Deutschland ja machen können, in die man oder wir nicht so oft kommen oder manchmal vielleicht auch noch gar nicht waren. Eine sogenannte wilde Art Deutschland-Tour, bei der wir dann immer mal eine Region von Deutschland bereisen, euch besuchen und natürlich gerne auch Wein vorbeibringen. Ja, was haltet ihr davon? Ihr könnt ja mal abstimmen und gerne auch mal Tipps reinstellen, wo wir denn hinfahren sollten. Wir sind da noch komplett flexibel. Vielleicht nächsten Monat ist es soweit, oder? Und vielleicht auch dazu schreiben, wer gerne mal besucht werden möchte. Ja, wir freuen uns. So, wir haben es Dienstagvormittag, einen Tag bevor die große wilde A Mitteldeutschland-Tour startet. Da ist die Julia schon. Und jetzt ist heute erstmal Putztag. Heißt, die Ferienwohnung will noch vorbereitet werden. Wir hatten liebe Gäste da bis heute Morgen. Und jetzt wird hier nochmal sauber gemacht, richtig? Ja, richtig, genau. Wenn wir auf Mitteldeutschland-Tour sind, da haben wir nämlich auch Gäste hier. Die passen auf das Haus auf, ne? Ja, genau. Die passen aufs Haus auf. Und genauso wie all unsere Nachbarn und Freunde, die sich dann hier auch um ein paar Kleinigkeiten für uns kümmern. Und die wird vorbereitet, damit die dann bezogen werden kann. Und ich beginne mit meinem Part hier draußen. Haben wir auch schon ein paar Mittelchen bereitgestellt. Und zwar wird der Bus einmal richtig sauber gemacht. Weil der hat natürlich jetzt während der ganzen Weinbudensaison, Weinberg und so weiter ganz schön gelitten. Und da muss mal dringendst sauber gemacht werden. Und das wird jetzt gleich erledigt, damit wir dann mit einem schicken Bus auf unsere Tour starten können. Wir treffen jetzt die letzten Vorbereitungen für unsere Mitteldeutschland-Tour. Der Wohnwagen wird parat gemacht, wird vollgepackt mit unseren Sachen und dann an den Bus angehängt.
funktioniert. Angekommen in Lahnstein wurden wir herzlichst begrüßt von der Familie Gerlach-Bötzel. Und vor allem der kleine Herki und die zwei Schildkröten haben uns wunderbar empfangen. Ja, es gab einiges zu trinken, wilder Rammler, geiler Keiler, leckere wilde Ahrweine. Und der Uli hat sich es nicht nehmen lassen, für uns den Grillmeister zu spielen. Das war ein wunderschöner Abend. Wir hatten sehr viel Spaß in familiärer Runde. Manche werden aber einen Besuch vorbereitet. Der wilde Ahrweine. Der kleine Herkules zeigt schon genauso viel Interesse an Wild wie sein Onkel Apollo. Ja, schade, dass Apollo nicht dabei sein konnte, aber bei dem warmen Wetter haben wir uns dazu entschlossen, ihn dann doch lieber in gewohnter Umgebung zu lassen. An dem Abend haben wir auch die erste Flasche von dem neuen Jahrgang des Jagdfreunde-Weines geleert. Die gibt es noch nicht im Shop, aber coming soon. Hast du alles im Griff? Ich denke schon. Langsam haben wir schon ein bisschen Routine im Anhängen und alles kontrollieren. Hier brennt das grüne Lämpchen, das heißt, unsere Tiefkühltruhe und der Weinkühlschrank laufen jetzt auch wieder. Und ja, ist alles startklar jetzt für einen Aufbruch zum zweiten Ziel. Ja, wie hast du geschlafen heute Nacht? Eigentlich ganz gut. Es hat ein bisschen gewackelt und der Müllwagen war heute Morgen ein bisschen laut, aber ansonsten ziemlich gut. Und du? Soweit. Bis auf deine Schnarcherei. Ja, ist ja immer da, kennst du doch schon. Wir sagen bis bald, lieber Herkules, und sagen vielen, vielen Dank an die Familie Bötzel-Gerlach für diesen wunderbaren Tag bei euch in Lahnstein. Bilder, der sieht da ganz, ganz toll aus. Und wir sind ja jetzt auch echt schon so richtig in Urlaubsstimmung. Wir hatten gestern einen ganz tollen Abend bei der Familie Bötzel-Gerlach in Lahnstein. Sind da empfangen worden wie die Könige. Also besser hätte es gar nicht laufen können am ersten Tag. Ja, war wunderschön. Also wir hatten auch natürlich super Wetter. Es war richtig schön warm. Jetzt müssen wir heute mal gucken. Heute gibt es ja noch eine Unwetterwarnung. Ich hoffe, dass wir bis dahin auch dann an unserem Domizil sind, in Steinau an der Straße, am Buckmannenhaus. Ja, das wäre gut. Also jetzt mit dem langen Gefährt hier irgendwie in eine Art Tornado reinzukommen oder Orkanböen auf Autobahnbrücken muss jetzt nicht unbedingt sein. Deswegen gucken wir mal, dass wir nachher relativ zeitig das Ding sicher abgestellt haben und uns im Zweifel da rein verkriechen und ein Gläschen Wein trinken. Und hier kannst du echt schön Schweinchen jagen. Gerade das Milchschweif wie hier im Weizen. Da ist er so schön matschig, wenn die Schweine drauf rumbeißen. Hier ist er. Und dann kannst du richtig schön da durchpirschen und in den Fahrgassen versuchen, Schweinchen zu erwischen. Bin auch schon mal. Die Landschaft sieht traumhaft aus. Super, ne? Aus hier. Thank you.
Direkt nach unserer Ankunft auf dem Hof Harthöhe hat uns die liebe Christina herzlich in Empfang genommen. Sie hat uns einmal rundgeführt, ganz über den Hof, hat uns die Tiere gezeigt, die wunderschönen Häuschen, die zur Vermietung stehen und auch die Hochzeitslocation. Ja, schade, dass wir schon verheiratet sind. Schon der Eingangsbereich macht richtig was her. Hier fühlen wir uns direkt wohl, genau nach unserem Geschmack gestaltet. Bei einem Gläschen wilder Ahrwein kann man es sich hier zukünftig richtig gut gehen lassen. Hier auf dem Hof Harthöhe angekommen. Zweites Ziel während unserer Tour. Und wir sind hier ganz, ganz lieb empfangen worden. Und du kannst uns einfach mal kurz erzählen, was ihr hier so macht. Ja, herzlich willkommen. Warum wir hier so gerne Urlaub machen. Genau, ja. Wir sind ein Familienbetrieb auch, wie ihr. Ein Bauernhof, eine Event-Location, ein Platz für Entspannung, vor allem für die Eltern. Viel Spaß für die Kinder. Ja. Und, man kann bei uns es sich gut gehen lassen, man kann in schönen Häusern wohnen, man kann lecker essen, guten Wein trinken, bald auch von der A. Ja. Und die Kinder können reiten, können mit den Tieren spielen und die Eltern können sich im Spa es gut gehen lassen. Massage, Sauna, Blick auf den Rhein, nicht auf die A, aber ihr seid ja auch offen für neue Flüsse. Auf jeden Fall. Also hier ist mal, haben wir eben schon gesagt, mal so ein Platz, wo es fast genauso schön ist wie zu Hause. Mhm. Wo wir auf jeden Fall mal hinkommen und Urlaub machen bei euch. Und wir haben ja schon eine Tour bekommen jetzt gerade eben. Also hier ist alles da. Die Lore ist einfach auch schon weg. Ne? Die sieht man schon verschwunden. Gar nicht mehr seit einer halben Stunde. Also, herrlich. Das ist unser Platz. Das ist das Ziel, dass die Eltern nachher gar nicht mehr wissen, dass die Kinder dabei haben. Wo soll ich überhaupt hinfahren? Da rein? Cool, richtig schön. Ja. Angekommen in der wilden Speisekammer freuen wir uns sehr, die liebe Birgit zu treffen. Die Birgit kennen wir schon etwas länger. Sie ist schon eine langjährige Kundin von uns. Und ja, sie hat uns auch während der Flutzeit im Ahrtal einmal besucht. Und jetzt sind wir umso glücklicher, dass wir sie auch einmal in Steinau an der Straße besuchen dürfen. Thank you.
Nach einer ruhigen Nacht auf dem Wohnmobilstellplatz in Steinau an der Straße brauchten wir etwas Aktivität und haben spontan gesehen, dass es einen Freizeitpark in Steinau gibt. Und ja, da sind wir direkt mal hingefahren und haben den erstmal 6 Stunden gerockt. Weil das Wetter nicht so gut war, war in dem ganzen Park überhaupt kein Betrieb. Das heißt, wir konnten überall so durchlaufen und in 6 Stunden ziemlich viel schaffen. Und wie war's? Wie war's? Hast uns nicht eingeholt. Julia ist hier im Spieleparadies. Was hast du hier gefunden? Ja, Saloon. Was machen wir damit? Ja, wäre ganz cool. So finde ich auch, auf jeden Fall. Hier ein bisschen höher, damit er stehen kann. Und dann kann er von da hinten den wilden Rammler anreichen. Genial. War das schön? Ganz toll. Ja. Freizeitpark, alles abgegrast. Alle Fahrgeschäfte bedient. Ja, 6 Stunden. Mir tun alle Knochen weh. Dann geht's nach Thüringen zum Fröbelturm. War ich noch nie. Und dann geht es zum Andreas und zum Ronny. Und den bringen wir ganz viel Rammler und wilder Keiler vorbei. Oh, falsch rum. Wilder Rammler und geiler Keiler. Und hoffen, dass wir wie dann schon... Wie viel hast du schon getrunken? Heute nichts. So, pünktlich zum Regen fahren wir jetzt los nach Thüringen. Anhalten, nehme ich mit. Danke. Jetzt kann man sich natürlich was bringen. Wir sind jetzt im Schwarzertal angekommen, in Thüringen. Ja. Wir haben jetzt noch 22 Minuten auf der Uhr. Es schüttet wie auf Eimern. Ja, hier ist nichts mit Sommer. 14 Grad Dauerregen, aber nicht so schlimm. Genau, morgen ist es trocken, soll es trocken bleiben. Wir hoffen, dass wir nicht auf einer Wiese stehen, weil sonst schwimmen wir weg mit unserem Wohnwagen. Wir gucken mal. Wir sind natürlich bestens vorbereitet. Kein Regenschirm dabei, keine Regenjacke dabei. Noch nicht mal ein paar vernünftige, feste Schuhe. Birkenstock, aber es ist nicht so schlimm, wenn die nass werden. Genau. Aber die Landschaft ist sehr schön, ne? Auf jeden Fall, Thüringer Wald hier, gefällt mir richtig gut. Das ist bestimmt ein tolles Jagdgebiet hier. Habe ich leider noch nicht gejagt, aber das kann man ja vielleicht einfach mal ändern. Also schön abwechselnd, so ein bisschen hügelig, fast bergig. Große Felder, aber auch viel Wald, also hier Nadelwald, also sehr schön hier. So, noch 2 Minuten. Ja. Platz in der Natur haben wir auf jeden Fall heute. Aber heute können wir nichts davon genießen. Hier plustert es und schüttet es. Also heute werden wir uns vielleicht in Rotwein in unser Auto verziehen können. Oder wir bleiben so lange wie geht im Restaurant vor der Tür. Ja. Gucken, ob es auffällt bei dem Wetter. So, wir sind jetzt mit Hubi auf dem Fröbelturm angekommen. Der liebe Andreas und seine Familie haben uns gerade eben zum Essen eingeladen. Und jetzt haben wir hier so einen ganz exklusiven Platz oben auf dem Fröbelturm in Oberweißbach. Wir sind die einzigen Menschen heute Nacht hier oben auf diesem Berg und dürfen hier in unserem Wohnwagen schlafen. Und das Wetter ist heute nicht ganz so dolle, aber für morgen ist besseres Wetter gemeldet. Und dann werden wir von hier oben einen traumhaften Ausblick nach unten ins Tal genießen. Und vielleicht sehen wir noch ein Stückchen Rotwild oder ein Stück Rehwild. Also es wird auf jeden Fall perfekt morgen früh werden. So, guten Morgen aus dem Schwarzertal. Da steht der Hubi, da steht der wilde Abus. Da hinten ist die Sonne schon oben. Traumhaft ist es hier. Der liebe Andreas war auch schon hier mit seiner Frau und wir haben den Rammler und den Keiler ausgeladen. Und in der Zwischenzeit, wir wissen gar nicht, wann die das gemacht haben,
haben die uns hier wirklich an einem traumhaften Plätzchen, kein Mensch hier oben außer uns, kleines Frühstück vorbereitet. Ich sehe die Julia, die lacht nämlich schon. Die freut sich schon, dass wir jetzt hier auf so einem schönen Platz sitzen können. Das ist ja wohl mal der beste Frühstücksspot, den man sich vorstellen kann, oder? Ja. Weltbester Platz ever. Hier mit Hirschsalami und Wildknacker aus der Region, der Andreas selber gemacht hat. Blick ins Tal nach Oberweißbach. Traumhaft. Hier dürfen wir jetzt gleich frühstücken. Und wenn das hier so traumhaft bleibt, dann überlegen wir, ob wir noch einen Tag hier bleiben, oder? Ja, so schön. Ja. Der Chef, der Schwarze, jawohl. Ja. Sigmo, das ist der Älteste, die ist da wieder läuft. <lacht> Und der Kleine ist da. Hui. Ja, gleich, gleich, gleich. Und klappt das da? Ja, gut, der Weiße mag mich schon. Die anderen zwei sind noch ein bisschen skeptisch. Die wollen lieber aus der Dose fressen, als aus meiner Hand. Und du hier, du weißt, wie der Hase läuft, ne? Guck mal, der Hase aus der Dose. Ich halte dich mal hin. Der Weiße ist der Gizmo. Der Schwarze ist der Buddy und der Braune ist der Holly. Ah. Buddy Holly, damit wir uns merken, dass. Ja, ich bin auch schon gefallen hier. Mhm. Schon vorbeigefahren, wenn wir aber noch mal nach hinten schauen auf die linke Seite, da können wir sehen, den Vogelapotheker. Ich fährt so langsam, da könntest du aus dem Fenster noch Schweine schießen. An dem Innenende von unserem Seil haben wir unseren zweiten Wagen befestigt, ja, und der sieht ein bisschen anders aus hier. So, unsere Zeit hier in Thüringen auf dem Fröbelturm geht zu Ende. Und wie könnte sie schöner zu Ende gehen als mit so einem Sonnenuntergang? Und den werden wir jetzt hier vorne genießen. Außer uns ist kein Mensch mehr hier oben. Und wir setzen uns hier schön noch mit einem Gläschen Vino von Wilde A hier hin. Und werden den Abend genießen, bevor es morgen dann weitergeht ins Sauerland. Ne? Nach einigen Stunden Fahrt von Thüringen bis ins Sauerland machen wir einen kleinen Halt in Winterberg im Sauerland beim Basti. Den Basti kennen wir aus dem Ahrtal. Er war Helfer während der Flutzeit. Und ja, er betreibt hier ein richtig schickes Bistro, und zwar Grüne Apfel heißt das. Und hier gibt es wilden Rammler und geilen Keiler. Sag mal, wo sind wir jetzt hier? Wir sind in Schmallenberg, bei Winkelmanns. Sehr schön. Da steht der Bulli vom Daniel. Zuletzt noch auf dem Hand-on-Demand-Treffen beim Angeln neben uns gestanden. Ja, hier war ein wunderbarer Spielplatz für die Kinder. Hier ist das Ferienhäuschen, das auch die Familie ist. Genau. Ja, zeig uns mal die Ferienwohnung. Wir sind ja sehr schön hier, damit die Leute auch mal wissen, wie schön man bei dem Daniel hier Urlaub machen kann. Ja, richtig schön Urlaub auf dem Land. Ne? Ja, hier kann man rein. Hier haben wir eine schön eingerichtete Küche. Alles schick, ganz schick. Neu. Sogar mit Ofen, richtig gemütlich für den Winter.
dann guck dir mal dieses Blick hier an. Herrlich. Schön auch saftige Wiesen. Saftige Wiesen, da oben ist mal ein Spielplatz, nebendran ist auch einer. Wir haben heute Morgen gefrühstückt. Ja, genau. Also wenn ihr mal Urlaub machen wollt, sehr zu empfehlen. Wir kommen auf jeden Fall auch noch mal wieder, auch ohne Wohnwagen, und dann schlafen wir hier. Genau. Tausend Dank für den wunderschönen Abend bei Winkelmanns. Und Daniel ist wirklich der beste Pizzabäcker. Auch mein Lädchen Siebrichhausen haben wir besucht. Die beiden waren leider noch im Urlaub, aber wir haben wilden Rammler und geilen Keiler an sicherer Stelle abgestellt. Ganz spontan haben wir uns mit Julia vom Tinghof getroffen und haben einiges für ihre Gäste an wilder Ahrwein und wilden Rammler und geilen Keiler dagelassen. Hier gibt es eine tolle Location für Betriebsfeste, für Hochzeiten und Feiern aller Art. In Freienohl im Sauerland ist unsere letzte Übernachtung im Hubi, unserem Wohnwagen. Und hier seht ihr einmal unsere Routine, wenn wir unseren Hubi auch abstellen. Wir müssen Strom anschließen, wir müssen ihn gerade ausrichten, abkoppeln und dann kann es bald losgehen. Ein besonderer Dank geht an Becky und Tim, unseren lieben Freunden, die uns ihren Hubi anvertraut haben, ihren Wohnwagen. Ohne euch wäre es wirklich nicht möglich gewesen, diese Tour zu starten. Vielen lieben Dank. Die Kiste fällt ins Drauf. Warum? Ja. Wie gesagt, also das ist hier Panzerhaken, also jeden unterschiedlichen Drehköpfen, hier steht alles drauf, unterschiedliche Radiensfräser. Was ist denn so das meiste an Möbel, was ihr hier so baut dann? Also ehrlich gesagt, wir bauen alles. Wenn einer ein achteckiges Ei will, bauen wir ihm achteckiges Ei. Und wenn einer eine Treppe, eine Tür, einen Esstisch, auch? Küchen sowieso. Ja, habe ich ja schon mal mit dir drüber gesprochen. Machen wir relativ viel sogar. Und da auch von bis. Ne? Mal klar, wenn man zum Handwerker geht und der eine Küche baut, also bei 15.000 geht das bei uns los. Mhm. Und nach oben ist offen, je nachdem, was man möchte. Ja, ja klar. Mhm. Ich kann sagen, es liegt auch viel an Elektrogeräten, was ich da drin haben will, wenn ich jetzt alles nur vom Bohrer und so haben. Und wir reden nicht nur über Nachhaltigkeit, wir sind das schon ziemlich lange. Also man sieht ja hier die ganzen Absaugleitungen, die hier herlaufen. Ja. Das geht dann alles hier hinten rein. Achso, die Späne. Genau. Und direkt für die Heizung wahrscheinlich, genau. Bitte. Und dann pressen wir hier unsere Spänebriketts und die gehen dann direkt zack da rein. Und unseren Strom generieren wir über große Photovoltaikanlage. Auf dem Dach, oder? Auf dem Dach, ganz genau. Hier auf der Messe war genau, ja das war Drückjahrbock, ne? Das war Drückjahrbock und den neuen Vortrag quasi haben wir auch schon stehen, dadurch, dass wir jetzt die ganzen Wildwiesen und so komplett oder Yachtschneiden komplett neu angelegt haben, eingesät haben etc. pp. Das wird dann der neue für die Messe. Ja. Hier Kanzel bauen, das ist so ein bisschen Liebhaberei für Kumpels. Ne? Also, da wollen wir nicht groß mit in Serie gehen. Flo, da wolltest du da mit in Serie? Ich wollte gerade schon fragen. Sind die denn gedacht als offene Kanzel? Nein, das sind komplett geschlossen mit Fenstern, mit allem, mit Sitzbank. Mit Ablage vorne, also das. Also der Kumpel muss die jetzt nur noch zusammenbauen. Der braucht im Grunde genommen, Flori, wie viele Schrauben sind's? Bitte? Wie viele Schrauben sind's so ungefähr? 20? Sag mal 20 Schrauben. 20 Schrauben muss er noch aneinander drehen, dann ist fertig.
von dem Bockhorn? Oder ist er auch dabei? Naja, die Untergestelle, dadurch, dass das ein Metallbetrieb ist, der macht das Metalluntergestelle und ich mache da nur die Kanzeln. Wenn er noch einen Bock dabei haben will, den haben wir auch da vorne, der liegt dann da. Ach so, ja. Ne? Aus Holz. Aber mittlerweile geht schon der Trend dahin, dass wir viel Metalluntergestelle nehmen, weil du jetzt nicht genau weißt, steht der Hochsitz jetzt hier richtig? Ne, weil wir haben ja Kahlfläche ohne Ende. Ja, klar. Kann ja sein, dass nach drei Jahren merkst, Mensch, scheiße, der steht dir doch nicht so gut und dann bist du mit den anderen deutlich flexibler, ne? Den mal eben umstellen. Das ist schon eine schöne Sache. Das kann man nicht anders sagen. Wenn wir eine Küche bauen, wirklich eine Küche für einen bauen, die kannst du theoretisch vererben, ne? So, aber die Geschmäcker sind dann halt auch unterschiedlich und dann sagt er, ja, ich möchte das nicht mehr und das haben wir schon ein paar Mal gemacht, dass wir für, also mein Vater, ich habe ja die Firma vom Vater übernommen, dass wir dann die Fronten einfach geändert haben, ne? Die wollten die Küche gerne behalten, aber ein bisschen aufhübschen, neue Fronten, neue Arbeitsplätze, so, dann haben wir das gemacht, ne? Weil dieses Eiche P43 will halt keiner mehr haben. So vom früher. Heutzutage ist alles weiß, weiß, weiß. Ja. So, aber das will ich auch nicht unbedingt. Ich will lieber Eiche haben. Ich will kein weiß, weiß, weiß. Da kannst du ein Eiche sehen, was jetzt da kommt, das Holz. Das ist so ein bisschen für mich immer wie Weihnachten. Doch. Das schmiert jetzt einmal zu viel den Fettfingern rausgepackt. Ein krönender Abschluss bei Kordels, gegrilltem Siegerrücken von Roman, vielen netten, lieben Menschen und natürlich wilder Ahrwein bis tief in die Nacht. Ja, wir sind hier bei der Familie Bagatzky in Ratingen. Hallo. Ein sehr glücklicher Tag für uns heute. Ja? Jedes Mal, wenn wir euch treffen. Ja. Da gibt es immer was Leckeres zu trinken, ne? Genau. Bisher waren wir immer nur bei uns. Oder nicht nur bei uns, sondern bei uns zu Hause. Ne? Ja. Wir gar nicht hier. Genau. Ja. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt kommen wir mal nach Ratingen. Eine super Idee. Genau. Wir sind sehr glücklich. wenn wir nicht zur A kommen, kommt die A zu uns. Genau. Wie seid ihr eigentlich nochmal auf uns gestoßen? Hast du eben schon erzählt. Klassische Wanderung. Jetzt auf dem Rotweinwanderweg. Wir haben dann bei der wilden A ein Glas Wein probiert und dann noch ein Glas. Und noch ein Glas und noch ein Glas. Ich glaube, da kamen noch einige. Ja, und am Ende des Tages sind wir die 500 Meter wieder zurückmarschiert und hatten einen sehr schönen Tag bei euch und sind fürchterlich versackt. Aber es war einer der schönsten Tage an der Abend. Ja, wunderbar. Ja, kann mich da gut dran erinnern. Ja, war sehr lustig. Ja. Kann ich allen empfehlen, nehmt euch die Zeit, geht zur A, das ist super schön und ja, wir saufen auch für den Wiederaufbau. Ja, genau. Jetzt haben wir schon einen riesen Unterschied gemerkt. Jetzt für Rückfahrt, wo der ganze Wein raus ist, haben wir 2 Liter auf 100 Kilometer weniger gebraucht. Ja, Wahnsinn. Zurück von unserer Mitteldeutschland-Tour. Wir sind wieder im Ahrtal gelandet und ja, das erste, was wir natürlich gemacht haben, wir sind in den Weinberg ausgerückt und haben da ein bisschen Einsatz gezeigt. Wir sind heute ziemlich nass geworden, also sind pitschnass. Bevor wir uns aber duschen und umziehen, trinken wir noch ein Gläschen Teufelchen. Mhm, genau. Das ist Matthias Lieblingswein. Auf jeden Fall. Das ist unser Riesling trocken. Wir haben ja mittlerweile auch im Riesling lieblich ausgebaut und das ist unser Adlerauge. Läuft richtig jetzt. Ja. Schön spritzig. Frisch. Kommt direkt die Sonne raus. Ja. Wie war es für dich auf Mitteldeutschland-Tour? Sehr schön war es. Also sehr ereignisreich. Sehr viele neue, aber was heißt neu? Also Menschen kennengelernt, die wir oft nur über Medien kannten bisher, weil wir gar nicht so in live getroffen haben. Sehr viele Regionen von Deutschland gesehen, die wir bis so noch nicht kannten oder nicht so bewusst erlebt haben, außer mal auf der Autobahn vorbeigeflogen. Also ich fand es sehr ereignisreich und hatte jetzt auch ein paar Tage habe ich gebraucht, um das zu verarbeiten. Insbesondere die Gastfreundschaft, also war schon überragend, überall empfangen worden sind und wie gastfreundlich die Leute zu uns waren. Das hätte ich im Leben nicht erwartet und schon gar nicht mir irgendwie gewünscht oder sowas. Also es war rundum super. Also vielen Dank an alle, die uns da empfangen haben, für uns gekocht, gegrillt,
Frühstück vorbereitet haben, uns Standplätze besorgt haben und was auch immer alle gemacht haben. Nächstes Jahr geht's wieder auf Tour, vielleicht. Hatten wir schon mal überlegt. Aber wir wissen noch nicht, in welche Region. Also ob jetzt mal in den Norden oder in den Süden. Ja, mal gucken, wer sich dann nächstes Jahr so meldet. Aber der Zeitpunkt war eigentlich ganz gut, so im Juni vor den Sommerferien noch, sind auch eigentlich alle noch immer so zu Hause. Dann trifft man auch den einen oder anderen wirklich an und es war gutes Wetter, lange abends hell. Man hat so einen wirklich einen langen Tag, aus dem man was machen kann. Also Zeitpunkt fand ich jetzt schon sehr gut. Ja, rundum gelungen. Prost. Prost.